Vorarlberg in 100 Sekunden. Präsentiert von Antenne Vorarlberg und Voll.at. Ich bin David Kieber, schönen Freitag. 10 Tage nach dem Badeunfall in Bregenz ist jene 74-jährige Frau, die erfolgreich reanimiert werden konnte, jetzt doch gestorben. Das bestätigt die Seepolizei Hart heute Morgen. Die Frau war am Dienstag vor einer Woche mit ihrer Tochter und dem Enkel am See. Beim Versuch, das Binnenbecken des Wocherhafens zu durchschwimmen, kam es zu dem Unfall. Die Tochter und andere Badegäste bargen die Frau aus dem Wasser. Sie wurde danach in kritischem Zustand ins LKH Bregenz eingeliefert. Mittlerweile außer Lebensgefahr ist der 75-jährige Mann, der gestern von einem 23-Jährigen in Alberschwende an einer Bushaltestelle niedergestochen worden ist. Warum es zu der Tat gekommen ist, ist noch völlig unklar. Der Täter soll ohne Vorwarnung zugestochen haben. Trotz Pfeffersprays konnte der Mann nur mit Hilfe eines Passanten überwältigt werden. Er wird derzeit von der Polizei einvernommen. Auch die Premiere der Hausoper Hoffmanns Erzählungen bei den Bregenzer Festspielen war ein voller Erfolg. Trotz kleinem Missgeschick, die Drehbühne wollte nicht so, wie sie sollte. Die Oper musste kurz unterbrochen werden. Intendantin Elisabeth Sobotka richtete ein paar entschuldigende Worte an das Publikum und nach 5 Minuten konnte es weitergehen. Trotz der kleinen Unterbrechung war das Publikum begeistert. Auf 12.700 Quadratmetern entsteht in Bregenz eine neue Vorzeigeschule. Denn das alte Schulgebäude der Volksschule Schändlingen musste weichen. Der ökologische Fußabdruck des Gebäudes habe weit über dem vertretbaren Maß gelegen, sagt die Bregenzer Baustadträtin Ingrid Hopfner gegenüber Voll.at. Für 24 Klassen von Volks- und Mittelschule soll das neue Gebäude Platz bieten. Einziehen können die rund 600 Schüler im September 2017. Rund 30 Millionen Euro wird der Neubau kosten. Und beim Väterhof in Lustenau ist Hanf die Lösung. Die Behörden hatten entschieden, dass der neue Folientunnel des Obst- und Gemüsehofes das Landschaftsbild störe. Ein pflanzlicher Sichtschutz müsse her, hieß es in dem Bescheid. Also entschieden sich die Betreiber des Hofs kurzerhand für Hanf. Das wachse wie Unkraut, werde 4 Meter hoch und erfreue nicht nur das Auge, schmunzelt man beim Väterhof. Und legal ist diese Sorte von Nutzhanf auch. Damit vielen Dank fürs Zusehen und schönes Wochenende.